Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Das letzte Mal hatten wir einen neuen Tabak für uns, den Haze, und dieses Mal haben wir wieder einen neuen Tabak. Heute geht es um den Serum Back to Black. Viel Spaß! So Leute, der Back to Black von Serum also heute. Wir sind sehr gespannt, wir haben die Jungs auf der Messe kennengelernt und konnten da auch das ein oder andere Döschen mitnehmen, das wir jetzt für euch testen und vorstellen können. Wir haben eine 200 Gramm Dose Back to Black hier am Start. Da waren noch zwei, drei Köpfchen drin. Wir haben den jetzt ein bisschen für euch getestet. Heute das Review. 200 Gramm kosten übrigens 15,90 Euro und der Back to Black soll sein schwarze Traube mit Johannisbeere und Eis. Die Eisnote? Moin. 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 Schnelle Feuchtigkeit seht ihr jetzt im Kopfbau. Wir rauchen im Apo mit Sieb, mit Kaminaufsatz und drei Black Kokos obendrauf, wie gewohnt. Der Schnitt ist ziemlich gut, kann man auf jeden Fall nicht meckern, ist so grob bis mittelfein, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall sehr, sehr gut klar, sowohl im Hotshot als auch im Apo. Und die Feuchtigkeit ist ein Ticken zu feucht, aber es tut auf jeden Fall noch nicht richtig weh. Wir hatten eine Sorte, da war viel zu viel Molasse drin, also da hat es mega gesuppt. Da hätte ich mir gewünscht, so 10, 20 Milliliter Molasse hätten schon sein können, schätzungsweise. Ja. Aber bei dem war es jetzt auf jeden Fall okay, da ist auf jeden Fall jetzt keine Pfütze unten in der Dose und die Dose ist jetzt leer. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Geruch, mal gucken, ob man rausriecht, was drin sein soll und wir gucken uns bei mir ein bisschen die Wölkchen an. Das erste, was hier direkt einfach rausriecht, ist diese richtig geile schwarze Traube. Also heile Witzke, ohne Müll, das ist einfach echt sehr, sehr gut getroffen. Diese schwarze Traube ist einfach ein Brett für sich. Dann noch gepaart mit dieser leckeren Johannisbeere, gefällt mir sehr, sehr gut. Und zum Abrunden gibt es natürlich diese Eisnote, die mir echt sehr gut gefällt. So eine richtig schöne, kühle Eisnote, die seinesgleichen sucht. Also ja. Props an die Jungs, haben die auf jeden Fall ein starkes, starkes Brett auf den Tabakhimmel gebracht. Auf jeden Fall. Ja, also ist wirklich eine krasse schwarze Traube, extrem intensiv. Eine sehr, sehr geile Johannisbeernote, ein bisschen im Hintergrund, weil die schwarze Traube einfach so präsent ist, da geht, glaube ich, alles unter. Wobei, alles untergehen ist eigentlich schon das Stichwort für die Eisnote, das macht die nämlich gar nicht. Die ist nämlich definitiv auch am Start. Es ist sehr, sehr frisch, sehr fruchtig und eine richtig intensive schwarze Traube. Ich kann das nicht oft genug sagen. Vom Geruch auf jeden Fall ein richtiges Brett, das stimmt. Die Wolken, da kann man sich auch nicht beschweren, lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Wir geben ihm jetzt sogar ganz gut Hitze, die sind so halb in der Mitte, die Kohlen. Und das schon kurz nach dem Anrauchen, das geht auf jeden Fall stark nach vorne. Was sagst du denn zum Geschmack? Ja, beim Geschmack ist es eigentlich genauso wie beim Geruch. Die schwarze Traube kommt weiterhin sehr, sehr gut durch. Die Johannisbeere ist am Start, ist weiterhin sehr, sehr lecker, frisch und fruchtig. Und diese Eisnote rundet es halt ab und diese Eisnote ist halt wirklich so stark präsent, dass man beim Ziehen hat, so da war ein bisschen zu viel Eis dabei. Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht störend. Also gerade diese Eisnoten feiere ich ziemlich. Gerade auch bei diesem Tabak ist sie einfach so am Start, wie ich es mir wünschen würde. Und allgemein schmeckt er einfach sehr, sehr geil. Diese Kombination ist einfach unheimlich gut getroffen. Und ich hau da einfach direkt die Sterne dafür raus und gebe dem Guten die 9,5 Sterne. 9,5. Ja. Ich sag schon mal vorweg, das hat er verdient. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Geschmacklich ist das wie beim Geruch. Ja, eine geile schwarze Traube im Vordergrund. Ihr habt echt eine leckere Johannisbeere, die man wirklich auch raus riecht und raus schmeckt. Also ich habe mir Johannisbeere relativ schwierig vorgestellt, aber auch meine Eltern haben zum Beispiel mal dran gerochen und auch so, ist das Johannisbeere? Und ich so, ja, krass. Also auch nicht Shisha-Raucher riechen da auf jeden Fall eine Johannisbeere raus. Die Eisnote ist, wie du schon sagst, heftig. Aber nicht zu heftig, also für meinen Geschmack genau richtig. Leute, die es nicht gerne extrem frisch haben, sind mit dem Tabak vielleicht ein bisschen falsch beraten. Aber wenn ihr ansonsten auf eine sehr, sehr frische schwarze Traube und mal mit Johannisbeere steht, ist das genau euer Ding. Ich finde ihn sehr, sehr geil. Bei mir wird ziemlich sicher nochmal ein Döschen angekauft werden. Deswegen 9,5 Sterne. Ich würde mir wünschen, dass ein Ticken weniger Molasse drin wäre und dann 10 Sterne. Aber geschmacklich, Rauchverhalten und so weiter, sehr, sehr geil. 9,5 Sterne für den Back to Black von Serum. Ich bin gespannt, was die Jungs noch so raushauen. Ich habe gehört, es kommen noch zwei Sorten als Review. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr die nicht verpassen wollt und noch nicht abonniert habt, drückt auf jeden Fall unten auf den Abo-Button. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, sonst sagt euch YouTube definitiv nicht Bescheid. Und ansonsten lasst noch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video von der Shisha-WG wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.